Und damit herzlich willkommen zurück bei Overwatch. Und wir haben ein Match gefunden, wer hat gedacht. Und heute haben wir ein Thema. Und dieses Thema ist Morphium. Warum auch immer, man hat mir was vorgeschlagen. Nehmt irgendein Thema, zum Beispiel Morphium. So, und hier habe ich einen schönen Wikipedia-Eintrag, den ich euch jetzt vorlesen werde, immer wieder. Und darüber reden wir. Wir haben keine Tanks, jetzt haben wir einen. Morphium ist ein Hauptalkaloid des Opiums und zählt damit... zu den Opiaten. Es gehört zu der Gruppe der stark wirkenden Opioide der Stufe 3 im WHO-Stufenschema. Klassifizierung der Schmerztherapie. Und ist als Schmerzmittel bei starken Schmerzen... Was? Bei starken und stärksten Schmerzen zugelassen. Ah. Morphin ist das... Ist das erst in Reihenfolge isolierte Alkoholid. Es unterliegt betäubungsmittelrechtlichen Forschung gemäß der Eintrittseinheitsabkommen über die Betäubungsmittel. Wer hätte das gedacht? Freunde, das steht noch untätig rum. Da schreit jemand nach einer Abweichung. Geschichte der Namensgebung. Das ist doch schön und interessant heute, oder nicht? Morphin wurde erstmals 1804 vom deutschen Apotheker Friedrich Wilhelm Adam Sertürner in Paderborn aus Opium isoliert. Die korrekte Summenformel wurde erst im Jahre 1848 von Auguste Lauret ermittelt. Sertürner nannte den Stoff zunächst Morphium, nach Morpheus, dem griechischen Gott der Träume. Das ist aber wirklich interessant jetzt. Er später bekam die Droge den Namen Morphin, der fachsprachlich heute überwiegt. Bis zur Aufstellung der endgültigen Struktur von vergingen weitere 44 Jahre. 77, tut mir leid. Schon vor 1804 wurde Morphin von Armand Seguin und Bernard Coutons entdeckt, jedoch zunächst nur im eigenen Institut vorgestellt und erst 1816 produziert. Das ist doch interessant. Boah, Morphium. Hätte nicht gedacht, dass es auch noch interessant wird. Idiot. Fuck. Wie schön, dass der... Wo ist er hin? Ah, da. So, also läuft doch ganz gut heute. Jo. Jo. Hoppa da. Eieieiei. Das war knapp, wa? Wir haben keine Mercy. Oh ja, wir haben nur Lucio. LOL? Dreifach Kill? Ja, natürlich hat die... Im Ernst? Jeden Kill hat wirklich die scheiß Diva geklaut!
Alter, ich gehe da rein mit Ult, obwohl eigentlich rein theoretisch müsste meine Ult mehr geben als Divas, weil ich ja halt eben alle gestunt hat und sonst hätte Diva nichts gereist. Nice Game! So, 5 Minuten gespielt, können wir aufhören. Tschüss, bis morgen. Cherione? Nein. Natürlich machen wir weiter. Natürlich hat die das Highlight bekommen. Jetzt will ich auch wirklich sehen, weil ich habe den Hansel getötet, das weiß ich. Jetzt wird's massiv. Hä? Vor allem, wie konnte überhaupt... Ach, egal. Wir gucken das jetzt nochmal an auf meiner Perspektive. Jo, jetzt haben wir eine Lootbox. So, dann kann ich ja nebenbei was vorlesen. So, Vorkommen und Synthese. Morphin wird aus Opium, das heißt aus dem getrockneten Milchsaft des Schlafmonds, Papasomifermum, gewonnen. Der Morphinanteil im Opium liegt bei etwa 12%. Komisch. So, der schwankt aber abhängig von der Herkunft und Vorbehandlung des Milchsafts deutlich. Die Biosynthese von Morphin und auch alle anderen natürlich vorkommen Opioid-Alkaloide erfolgt aus den Isochinolin-Alkaloid-Reticulin. Alter, die Totalsynthese ist aufwendig und liefert geringe Ausbeuten. Bei der Fuchssynthese beträgt sie etwa 10%. Die Ausgangsstoffe sind, Penilyalin und 4-Hydroxypenylacetaldehydid. Dabei ist. Acetaldehyd. Dabei ist Nococlaurin ein wichtiges Zwischenprodukt. Eigentlich kann ich solche chemischen Wörter ganz leicht aussprechen, aber heute ist der Wurm drin. Aufmachen! Oh, look at that panties. Das ist das ein Reaper, das ist ein... Oh, Geld, das ist gut. Und Tracer, Spray. Was wirklich mein Spray ist. So. Jo. Die Reissynthese entsteht, erreicht Ausbildung von 30% über 14 Schritten. Aha, hier sind diese Schritte angezeigt. Gewinnung. Dem wässrigen Opiumauszug wird die Calciumchloridlösung zugesetzt. Durch Abtrennung des mekonsauren Kalbes wird die Lösung eingedampft, wobei sich Morphin und Codein als Hydrochloride abscheiden. Alter, die Hydrochloride werden erneut in wässrige Lösung gebracht, aus welcher das Morphin durch Zugabe von Ammoniak ausgefällt werden kann. Wer hätte gedacht? Heroin ist der ein Derivat des Morphins, 3,6-Diacetylmorphin. Es wird durch eine chemische Reaktion Acetylierung aus Morphin gewonnen. Wow. Chemische Eigenschaften. Ne? Morphin ist schwerlöslich im Wasser. 1 zu 5000. Etwas leichter löslich im heißen Wasser. Löslich in Ethanol. 1 zu 250. Schwerlöslich in Ether. 1 zu 7500. In Tetrachlorkohlenstoff. 1 zu 6400. Leichtlöslich in Alkalihaltig. Was ist das? Egal, haltigen Wasser. Morphin ist in stark sauren und alkalischen Milieu instabil. Starke Säuren lagern es zu Amorphin um. Aufgrund des schlechten Wasserlösigkeits von Morphin werden arzneilich vor allem das Sulfat und das Hydrochlorid des Morphins eingesetzt, der Wasserlösigkeit deutlich, das heißt in etwa 300 Mal besser ist als die in reinen Base. Nach der Entdeckung der schmerzstillenden Wirkung des Morphins stellte der lange Zeit die schlechte Lösigkeit von Morphin ein erstes Problem dar, da es für Injektionszweck eine wässrige Lösung nötig ist. Wer hätte das gedacht, Alter? Wer hätte das gedacht? Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Übungsgefecht! Das werde ich morgen früh ganz bestimmt spielen. Super nett, so. Noch lasse ich den Hammer nicht fallen. Ich hab dich im Visier. So, sie haben mich sauer gemacht. Ich bin ein Mann.
Apokalypse. Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade schon sagen, warum stirbt der Typ nicht? Jupp, super nette Menschen sind das in diesem Modus. Muss ich sagen. Da sind die Rechtskarte. Vorsicht. Gut, dass diese Vollidioten weg sind. Da haben wir keinen Bock drauf. So. Jetzt können wir weiterlesen. So. Analytik. So, zuverlässigen qualitativen und quantitativen Bestimmungen von vielen unterschiedlichen Untersuchungsgütern, wie zum Beispiel Urin, Blut, Blutserum, Blutplasma, Haaren oder pflanzlichen Material, sind adäquate Probenvorbereitungsmethoden, wie zum Beispiel Extraktionsverfahren oder die SPE, erforderlich. Diese gewonnenen Extrakte können durch Einsatz der Kopplung chromatographischer Trennverfahren, wie zum Beispiel der Gaschromatographie oder HPLC oder der Massenspektrotomie analysiert werden. Die Verfahren eignen sich auch zum Einsatz bei speziellen forensischen Fragestellen, wie zum Beispiel des Einflusses des Genusses von mondhaltigen Produkten. Geil! Ah, ich spiele Verteidigung. Okay, dann. Wenn jeder seine Funktion erfüllt, ist Kalle. Du. 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 Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Dies ist die Heimatstadt von Meister Baldrich. Hier ist er geboren. Hier ist er auch gestorben. Leider. Immer diese Wacherei. Hallo! Hallo. Willkommen in meiner Realität. 5, 4, 3. 2, 1, Angreifer nähern sich. Dieser Schild hält nicht lange. Und der Winston macht nichts, was er eigentlich machen sollte. Er steht nur rum und macht nichts. Ah, oh, das war's mit unserem Met, war? Ne, das war die Tracer. Okay, die Tracer ist nicht schlimm. Lol, wen habe ich hier getötet? Oh, ich hab den. Leute, Winston war schon mit Lowlife drinne. Ach ja. Ist das nicht nice? Da hab ich das Bock drauf. Redef. Müsst ihr denn jetzt ulten? Ach man, oh. Verdammt, das wäre... Lol, ich hab mich umgedreht, ich war hinter... Ach, egal.
Das Ding war vorm Schild, aber ja. Er ist nicht tot, er ist nicht gestorben, WTF? Schade, oh. Oh, war knapp, mein Freund. Ich gebe uns etwas Schutz. Aha. Spürt die heilende Ruhe. Ich brauche Rüstung! Was? Ich hab ge. Was? Er. Ja, one-hit mich bitte! Man schießt einfach auf den Boden, treff mich einfach irgendwo und one-hit mich, genau! Mit 100. 150 Leben! Boy, what boy? Leute, er hat sich wirklich selbst gekillt. Warum halt mich der Typ nicht? Danke. Wie euch Aggression, der halt mich nicht, der. Ja, toll, geil. Okay, das war jetzt witzig. Oh, Rüstung. Wieder gewonnen. Yeah. Komm, hier, ulten. Oh, wie einfach jetzt jeder diesen feinen Skin hat von Torbjörn, ey, nur ich nicht. Kudo. Wie der geht mit der, bitteschön. Hm, nicht schlecht. Nicht schlecht, aber ich kann's besser. Ich hab mal Schaden blockiert hab. Da war gut, war, da war gut. Episch. Ach komm, mal, ich bin episch. Gerechtigkeit ist Belohnung genug. Wenn du als Reinhard richtig Schaden blockst und richtig verteilst, dann sehen das Leute auch gut an. So, geh mal raus aus dem Match. Den habe ich schon seit 20 Minuten erreicht. Da können wir erstmal was vorlesen. Außer, ne? Pharmakologie, therapeutische Verwendung. Oh, das ist aber ganz schön viel. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. So. Damit der Leute auch genug Clickbait machen kann, da zeige ich mal den Arsch von der Videomaker. Hey, der sieht gut aus. Und da zeige ich mal Skins, die ich auch noch habe. Der sieht auch gut aus. Der geht auch noch, aber ich mag eigentlich den Skin am meisten. Leider habe ich den nicht. Sonst der hier ist auch nicht so meins. Ich sehe jetzt erst, dass die ganz kurze Haare hat da. Naja. So, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Und so. Viel Spaß noch und bye bye.